Und da sind wir wieder zurück in Metro 2033. Ins Licht kommen! Langsam, langsam! Ich will verdammt sein! Es ist Bourbon! Hey, Leute! Die beiden sollten wir besser durchsuchen! Und, alter Saufbold, was hast du dieses Mal dabei? Und wer ist dieser Junge? Schau mal, Chef, ich bin sicher, dass wir klarkommen. Ja, sicher. Komm, lass uns ein wenig reden. Und du hältst dein Auge auf den da. Tag, Kollegen. Nicht bewegen! Stillgestanden, ich rede mit dir! Nun? Nee, du redest nicht mit mir. Okay, die beiden können durch. Willkommen auf dem Markt. Juhu! Lass uns gehen, oder möchtest du ihre Gesellschaft noch länger ertragen? Nee, du. Hey, einen anderen Tonfall gefälligst. Wir stecken tief in der Scheiße. Keine Chance, dass ich diese Wagen-Jungs auszahlen kann. Es hätte ein feindlicher Späher sein können. Scheiße, mit einer ausgebrannten Bahn. Als ich sie vor Jahren sah, was gibt's denn hier noch Schönes? Nichts, wie ich sehe. Auch kleiner, mal zu schön. Hier ist Moskau. Ja, ich folge Böhm erstmal, dann können wir ja gleich, denke ich mal, noch ein bisschen alleine rumlaufen. Komm schon, lass dir etwas einfallen. Genau wie du. Ich kann dir nicht helfen. Die Hanseleute waren heute hier. Die Vampire aus dem Leben. Hey, hör auf mit dieser Scheiße. Ich zahle dir die Hälfte des üblichen Preises. Befehlige meinen für jeden, damit ihre Waffen zu holen. Du hast dir nichts verloren. Dieser Ausgang ist gesperrt. Weitergehen. Okay. Feuer frei, Feuer. Hast du mir was zu erzählen? Was gibt's denn? Ich war erschlossen. Ja. Oh, die sind nicht sehr gesprächig. Der Boss ist beschäftigt. Komm später wieder. Okay. Diese Panzer waren gegen Strahlung geschützt, also fuhren sie in Moskaus Osten. Sie rollten durch brennende Dörfer, sammelten unterwegs ein paar Frauen ein und fuhren weiter. Tankten, wann immer es ging. Letztendlich ging ihnen mitten im Nichts der Treibstoff aus. Da es so weit draußen keine strategischen Ziele gab, war die Strahlung dort nicht annähernd so hoch wie in den Städten. Also gruben sie ihren Panzer wie einen Unterstand ein und stellten Zelte auf. Sie hatten einen Solargenerator und jede Menge Moon und siedelten sich für immer bei diesem Panzer an. Ich sprach fast 2 Jahre jede Nacht über Funk mit ihnen. Anfangs ging es ihnen gut. Sie pflanzten Getreide und 2 von ihnen bekamen fast normale Kinder. Sie sahen viele seltsame Gestalten da draußen, für die ihr Leutnant keine Beschreibung fand. Und dann, eines Nachts, sendeten sie nicht mehr. Habe nie wieder von ihnen gehört. Ich schätze, ihr Generator hat den Geist aufgegeben. Oder vielleicht ist ihnen auch einfach die Moon ausgegangen. Falls mich jemand hört, bitte antworten. Hier ist Moskau, U-Bahn-Station Markt. Heute sind selbst die anderen Stationen ruhig. Hier ist die Erde, dritter Planet des Sonnensystems. Dies ist ein Notfall. Oh ja. Weiß zufällig jemand, in welcher Galaxis wir uns befinden? Milchstraße, aber das wird den kleinen grünen Männchen nicht viel sagen. Gut, ich habe die ganze Zeit jetzt zugehört, um eigentlich keinen Fraktionsmut zu bekommen. Na klasse. Hey, hör auf damit. Hast du die Filter noch nicht? Dann hol welche. Filter? Was willst du?
Verwöhn dich mit etwas Luxus für dein bescheidenes Haus. Komm, komm, schau dich um. Mama, gib mir Karten. Mein Cousin hat gesagt, wenn Kinder zu weit weggehen, werden sie von den Mutanten gefangen. Und die Mutanten fressen die Gehirne der Kinder. Und dann werden die Kinder auch Mutanten. Wenn du also deinen Freund triffst, kommt er näher und dann wird dein Gehirn gefressen. Wow, cool! Krass. Wow, cool, mein Gehirn wird gefressen. Ja, super. Gut, ihr brutzelt hier alle nur, was für eine Waffe oder dergleichen. Gut. Ja, okay, gibt's hier gut. Was ist das? Hallo. Minipacks, Filter. Zerfetzt ihr Ziel. Minipacks, Filter, super. Schärfere gibt es nicht. Filter, neue Filter für die Gasmaske. Nee, die sind viel zu teuer alles. Wie Sie wollen, Sonderangebote. Dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Sieht nicht schlecht aus, wir könnten uns ja was kaufen. Dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Wir ziehen handfertiger Luftdrückscharfe zu Gewehr. Kann ich mir erstens nicht leisten. Halbautomatische Schussflamme und Munitionskammer, Schussmechanismus wie beim Revolver. Sie können massiv schaden, bevor sie nachladen müssen. Das hört sich schlecht an, eigentlich. Ausgezeichnete Waffe. Gute Waffe. Definitiv besser als ihr. Das hört sich echt nicht schlecht an. Ausgezeichnete Waffe. Gute Waffe. Definitiv besser als ihr. Soll ich mir die kaufen? Ich gucke erstmal, weil das kostet ja schon ziemlich viel. Gibt's hier noch was? Nee. Okay, der noch nix. Ah, hier gibt es doch eine Umtauschstation. Der beste Wechselkurs in der ganzen Welt. Oh, cool, der beste Wechselkurs. Ja, klasse. Ah, das sind die Munitionstypen. Gut, was ist das für eine Munition? Komisch. Gut, da krieg ich für 1, 2, da krieg ich für das 3, da krieg ich 8, da krieg ich 5. Gut, was ist das denn? Das Wurfmesser, oder? Gut, dann sage ich mal hier kaufen. Und kaufe mir ein bisschen Huhn, jetzt habe ich 70. Hier kaufe ich mir so viel, bis ich... Ja, 58, nee, auch 60. Hier kriege ich schon mal 8. Auch so um die 60 und hier... Ja, mach ich auch so. Gut, jetzt habe ich noch 80 und wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich mir jetzt diese Schrotflinte da kaufe. Hey Mama, lass uns eine Ratte kaufen. Ja, nee, ich will da keine Ratte. Bitte Mama, ich spiele nur ein bisschen damit und lasse sie dann laufen. Zum Spielen hast du deinen Teddybär. Hör auf, Essen zu vergeuden. Ah, ob das Kind will eine Ratte kaufen, ganz ehrlich, die haben echt nicht so mitbekommen in ihrem Leben. Brauchen Sie Moon? Kommen Sie, schauen Sie, Professor, die beste Waffe der Welt. Soll ich eine Waffe jetzt kaufen? Das ist ja eine gute Schrotflinte eigentlich. Ach, wisst ihr, warte, ich kaufe sie einfach. Wie Sie wollen. Habe ich die jetzt gekauft? Medipacks, Sie scheinen bereits eine zu haben. Wo sind die jetzt? Habe ich die jetzt? Wie Sie wollen. Wo ist sie denn? Sollte so um die 20 Minuten reichen. 23, das kostet mir aber alles zu viel. Ne, das lasse ich nicht. Wie auch immer. Gut, wie lange geht der Part jetzt schon? Wir erkunden hier eigentlich alles nur. Ich gehe einfach mal zu Bourbon zurück. Weil ich weiß eigentlich ehrlich gesagt nicht, was ich von mir wollte. Wo sind wir jetzt hin? Ach, da steht er, das hallo. Also, ich habe hier mit einem Typen etwas ausgemacht. Der ist ein gieriges Arschloch, aber daran können wir nichts ändern. Nimm meinen Ersatzfilter. Wir müssen hoch an die Oberfläche. Gut, also gehen wir. Ich denke, du kennst den Weg bereits. So steht der Kreml heute also immer noch hinter seiner Mauer. Gut, guck mal aber auf die Karte. Die Apokalypse nie gekommen wäre. Begeben Sie sich mit Bourbon an die Oberfläche. Gut, gut. Falls mich jemand hört, bitte an. Bourbon? Hier ist Moskau. Als wenn du es nicht wüsstest. Halt die Klappe und verschwinde. Ich habe bereits gezahlt, Micha. Mich hast du nicht bezahlt. Aber wenn du nicht durch willst. Scheiße.
Scheiße. Ist mir ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Schon gut, schon gut. War nur ein Scherz. Ja, cool. Jetzt Feuerstäbe. Alle bereit machen. Das Tor öffnet sich. Sind Sie sicher, Kommandant? Stellung einnehmen. Geben wir Deckung. Verdammt. Ich hasse das so sehr. Falls mich jemand hört. Gut, gut. Bevor wir das jetzt aber machen, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.